Ja, komm, gucken wir Satter Hugo, jalla. Wiederschauen und reingehauen. Oh. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Warum liegt da ein Buch? Ja, ich Oha. Lese... Bester Mann, Tansi. Ich lese mich endlich mal... Ih, wieso knackt das so rum? Wo ist denn das Tanzverbot nochmal? Wo ist denn das Kapitel mit Tanzverbot? Ja, bei Freundschaften wahrscheinlich nicht. Privatsphäre, Schatten, Privatsphäre, Beziehung. Ja, ich glaube, da sind wir auch nicht gelandet. Lesestunde mit Tanzverbot. Aber genau das machte seine Faszination aus. Die Leute hassen ihn. Er bekam unzählige Dislikes auf seine Videos. Was sind das für Frauen auf dem Discord, auf deinem Desktop? Ich habe das Tanzverbot auch damals schon gesagt und ich möchte natürlich nicht zu Gewalt aufrufen. Und ich bin bestimmt nicht der heftigste Straßenkämpfer und auch bestimmt kein krasser Motherfucker, aber ich wusste und weiß, wie man sich zu verteidigen hat und wie man sich schlagen kann. Und oftmals entscheidet sich nicht in der Schlägerei, ob du 1,90 groß und 2 Meter breit bist, sondern es entscheidet sich, wie ungehemmt du zur Sache gehst und wie schnell du zuschlagen kannst. Was natürlich dumm ist im Nachhinein, weil man sollte nie zuschlagen. Aber Tanzverbot ist damals ganz, ganz scharf daran vorbeigestellt, dass ich wirklich zu ihm fahre. Also ich war ganz kurz davor, zu ihm nach Hause zu fahren. Und ich wusste, also ich habe viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, wo genau er wohnt. Also das war ganz kritisch. Warum? Weil er mir einfach extremst, also weil ich zu der Zeit, ich bin, das ist ja auch jetzt schon 4 Jahre her, aber weil er hat einfach zu eine große Fresse im Internet gehabt. Und ich habe mir einfach gesagt, wenn er die große Fresse im Internet hat, fahre ich jetzt zu ihm und mal gucken, ob er die große Fresse vor mir hat. Weil früher, in meiner Jugend war es so, wenn jemand ein großes Maul gehabt hat, bist du ihm hingegangen und hast geguckt, ob er das große Maul auch vor dir hatte. Und wenn er ein großes Maul gehabt hat, hat man sich geschlagen. Dumm, ich weiß, schlagt euch nicht. Aber das hat mich damals richtig, richtig hardcore sauer gemacht. Ich wusste, wo er wohnt, ja. Und ich bin froh, dass ich nicht hingefahren bin, weil es wäre dumm gewesen. Das hier ist einmal Rainer. Das. Sprichst du deine Freundin eigentlich Offstream mit Süßer? Ah nee, Offstream nenne ich sie Karl-Heinz. Hier ist Jet von Valorant. Hier, und das sind auch schon alle Frauen. Was? Wie? Du nennst mich meistens nicht so. Süße? Ja. Ja, natürlich. Hä? Wie denn? Schatzi? Schatz? Schatz. Schatz, ja. Ja. Und ich auf hier drauf hab. Schatz. Weiß nicht, wo das Problem ist. Schatzi habe ich noch nie zu dir gesagt. Oh, verliebt! Ja, das ist etwas, da habe ich mit Sascha drüber telefoniert. Ja, damit ihr es versteht. Der Kollege ist hier aus dem Angelcamp. Sascha ist auf seine Seite gegangen, weil er mit denen in Amazonas will, hat auf das Bild geklickt und hier unten seht ihr, von dem Ureinwohner war die Intimzone nicht zensiert und man hat den Jarak gesehen. Ja, super. Oh mein Gott! Bro! Oh mein Gott! Damit verabschiede ich mich. Bis 30 Sekunden. Also Sascha hat jetzt bis jetzt noch keinen Bann bekommen. Und ich denke auch nicht, dass er einen Bann bekommt. Ich habe zu Sascha gesagt, wenn du dafür einen Bann bekommst, würde ich das frech finden von Twitch. Ja, das sind Twitch-Spielregeln in Terms of Service. Aber Bruder, du gehst auf eine Seite, wo jemand die Welt bereist, gehst auf einen Beitrag, wo Amazonas ist und ein Ureinwohner, der einfach keine Unterwäsche kennt, man sieht seinen Schniedelwutz. Würde ich nicht fühlen, wenn er dafür ein Bann bekommt. Es war ungünstig, er hat den Clip gelöscht sofort. Gut, aber hätte er dann Bann für bekommen, dann wäre es erstens auch sein erster Bann gewesen, hätte ich unfair gefunden. Ich persönlich bin auch der Meinung, könnt ihr anders sehen, eigentlich sollte ich auch auf YouTube mir Videos angucken, auf Twitch, über Dokumentation, über Ureinwohner etc. Und wenn da irgendwelche Bewohnerinnen aus dem Dschungel oberkörperfrei rumlaufen, sollte das eigentlich auf Twitch erlaubt sein, aus meiner Wahrnehmung. Denn es ist eine gewisse Doppelmoral von Twitch, dass ich mir Spielfilme über Amazon Prime angucken kann, wo man Penisse, Muschi, Sexszenen, Gewalt sehen kann, weil man ja Amazon Prime haben muss, was ab 18 ist. Okay, das verstehe ich noch. Aber Bruder, vor jedem meiner Stream kommt auch die Benachrichtigung nur für Erwachsene. Darf man nicht? Nein, nein, nein. Dafür könntest du Ärger bekommen. Das ist ganz am Blöd. Wo ist der Helikopter? Wie heißt denn der nochmal? Warte, ich komme gleich drauf. Rumatra. Spielt Rumatra auch auf meinem Server, also auf dem Server, wo ich spiele? Ja, ne? Ist doch dasselbe. Ist doch, ja, der spielt auch auf dem Server. Okay. Hab ich den schon mal getroffen? Nee. Ich bin ihm schon begegnet, okay.
Ja, dann hast du ihn. Und wenn der Schuss nicht reicht, dann habe ich hier eine Geheimwaffe. What? So, hörst du mich jetzt? Ich höre dich klar und deutlich. Okay. Ja, ich wollte noch. So. Also das war ein krasser Move, das war ein krasser Move von Orange Morange. Er hat Max Emre dazu eingeladen, live in seinem Discord, in seinem Stream über die Thematik zu reden. Dann ist Max Emre gejoint und er hat ihn permanent sofort weggebannt. Habe ich mega gefühlt. Max Emre, der Idiotensohn, hat ja sich, nachdem er auf Twitch gebannt worden ist, hat er gedacht, er hätte Albert Einstein irgendwo in seinem Stammbaum und irgendein weibliches Familienmitglied hatte mal einen geschlechtsverkehrenden Akt mit Samenerguss und Fortpflanzung in seinem Stammbaum und hat sich dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag direkt einen neuen Twitch-Account erstellt und hat einfach gesagt, ich bin neu hier, das ist mein erster Account. Er hat wirklich gedacht, er kann Twitch verarschen. Zum Glück wurde sein Account wiedergebannt. Und Bruder, normalerweise, sag ich ehrlich, jeder sollte eine Plattform, also sollte auf dieser Plattform streamen dürfen. Aber Bruder, bei ihm freue ich mich sehr, dass er hier permanent gebannt worden ist. Sehr. Und inshallah wird er nie wieder hier nur einmal für längere Zeit streamen. So. Thema liegt. Als würde ich mit ihm reden. Als würde ich mit ihm wirklich reden. Wir haben doch gesagt, wir wollen einen entspannten Abend machen. Eine Schweigeminute, Chat. Fireball. Otzi fix. Yo, Mann, ich bin hier, um zu sterben. Das war eine der besten Szenen aller Zeiten. Süßer, ich hab dir den vorhin auch gezeigt. Die Szene, wo wir alle wie ein Weihnachtsbaum gebrannt haben. Selbst die Süße, die GTA gar nicht kennt und RP nicht versteht. Also nicht, was heißt nicht versteht, aber... Ja, du verstehst das, aber sie kennt das halt nicht so, als wenn sie selber steht. Selbst sie hat vorhin Lachflash darauf geschoben. Ja, einer der besten Clips aller Zeiten. Oh, shit! Warte, ist kein Gegner hier! Ah, Jesus! Das war so ganz anders. Kannst du GTA best fahren als im Real Life? Danny spielt auch auf dem Server. Auf jeden. Habe ich Danny auch schon mal getroffen? Wie kommen wir hier runter? Ja, mit Leiter. Geh weg. Ja. Hörst du deine Rede? Nee. Sag es. Herzlich willkommen zum Internetereignis Agilcamp. Es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Willkommen im Agilcamp. Geil. Claudia. Warum geht der Monty-Emote nicht mehr? Das ist jetzt ein Sub-Emote, den man nur noch hat, wenn man bei mir Subscriber ist, weil dadurch, dass es ein Better Twitch-TV-Emote war, viele ihn aus Versehen verwendet haben, wenn sie Monte geschrieben haben. Ist doch entspannt, oder? Essen, ja. Essen, ja. Essen. Ja, Dings ist da, ne? Ja. Wir kennen uns doch sowieso. Sag, was machst du? Ich bin Max. Ja, und ich bin eigentlich echt ein Gamer. Also, ja, natürlich. Du bist ein Gamer. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Dicker, du musst dich schon loslassen. Sascha, und? Ja, Dicker, du musst dich loslassen. Du musst schon werfen. Sascha! Mother, small things, true kid, true things. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. The racing will always stay in go, I will not go. Ich fasse jetzt an den Kumpels. Ja. Hat er ihr zwischen die Beine gefasst und hochgehoben? Und vorne sogar noch angefasst? Noch einmal. Ganz kurze Frage, wer ist das überhaupt? Wer ist das? Wann
Vanessa May, Mai. Kennst du Vanessa May? Macht die Musik? Schlagersängerin, Pro7-Moderatorin. Kenne ich nicht. Braucht man auch nicht kennen. Ich habe mich nur gefragt, als ich den Clip gesehen habe, warum die Alte da rumtwirkt. Einmal noch. Scheiß gegessen. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Warum kotzt du denn? Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Windenergie? Juckt mich nicht. Wir haben hier tatsächlich eine gefährliche Situation, weil die Frau neben mir ist eine Granate. Wir sichern ab, Herr Ort. Sichert sie ab. Der war gut. Den muss man ihm lassen. Der war sehr gut. Micky schon lustig. Ich finde, Micky geht auch sehr gut in seiner RP-Situation auf. Ich habe Micky vorher auch gerne verfolgt, aber er hat auch viele Spiele gespielt, die ich nicht so gefühlt habe. Aber ich muss sagen, Micky und RP, zwei Dinge ineinander vereint, die sehr gut harmoniert, die ich mir sehr gerne angucke. Wie soll ich sagen, unsere Kombination ist ein bisschen explosiv. Rot-Rot-Explosion. Zum Beispiel. Also sagen wir so, ich würde dich lieber ja, als Kumpel sehen, als ein wenn du weißt, was ich meine. Ich habe es mir jetzt bei meinem Herr Hort, bitte. Nicht so schwarz sehen. Herr Hort, stehen Sie bitte auf. Oh, Chat, welche Melodie ist das nochmal, die da gerade läuft im Hintergrund? Das Lied habe ich ewig nicht mehr gehört, das ist schön. Was habe ich da gesehen? Bird People. Birdie People, das ist es. Doch, das ist das Lied, was ich meine. Nee, das ist es nicht. Was Schlimmeres hättest du ja gar nicht sagen können. Oh. Oder steh du bitte auf. Ja, vielleicht war die doch richtig, ich weiß nicht. Schlimmeres hättest du ja gar nicht sagen können. Oh, geh auf 4.17, ja. Jens. Geh auf 4.17. Oh mein Gott, du hast kein Dark Mode in YouTube? Wie alt bist du? 80? Boah, ich sehe da pinke Delfine. Du brauchst eine Brille. Also ich sage euch ehrlich, dass Menschen, die kein Dark Mode in ihrem, freiwillig einstellen, die verstehe ich nicht, Digga. In zwei Wochen, wenn du nicht Dark Mode drin hast, Jens. Boah, ey, sag mal, Streamchat, wie haltet ihr das auf? Habt ihr gerade eine Sonnenbrille auf, Mann? Ich hasse den Dark-Modus. Pommes fett, geh aus meinem... Oh, lol. Geh aus meinem Chat raus. Hä, wann habe ich das denn gehabt? Süße, ich schicke dir mal ein Bild. Das Bild kenne ich gar nicht mehr von mir. Ich schicke dir das bei WhatsApp kurz. Hä? Wann habe ich mich denn so im Stream gezeigt? Wann habe ich denn drei Sonnenbrillen aufgehabt? Das ist auf Photoshop. Meine Mutter ruft an, Ruhe. Hallo? Du, Lalidimadida, ich kann da nicht mehr lang, weil die MCA knallt rein. Jetzt passen Sie auf. Wir müssen in den Untergrund. Haben Sie Pistolen dabei? Bitte bringen Sie uns nicht um, ja? Nein. Ja, moin, die sind wirklich tot. Bitte bringen Sie uns nicht um, ja? Kriegen wir ein Gehalt? Wie ein Gehalt? Schrubb die. Bruder, das ist einer der besten. Das ist wirklich einer der besten Clips aller Zeiten. Süße, den musst du dir angucken. Ich mach die Cam kurz aus. Warte. Noch nicht kommen. Falsche Kamera. Warte. Doch, du kannst mir vertrauen. Ich müsste kurz hier was einstellen. So, warte. Ich mach noch. Nee, ich mach auf professionell. Dann gehe ich auf ganz normal Selfie, mach einfach die Kameras hier aus. Okay, die Kameras sind jetzt hier aus. Komm kurz her, Süße. Komm kurz her. Also ich habe Tränen gelacht. Ach so, mit den Dingern? Ja, du musst mit den Dingern. Setz dich kurz hin. Ich kann auch stehen. Nein, aber im Sitzen kommt besser. Oh, ihr kleinen Kinder, Alter. So, Emote only. Und ganz kurz, gib meinen Mods kurz einen Augenblick. Alle, die Leak geschrieben haben, eine Woche Timeout. Nein, sofort. Doch, nein, ich mach, das ist meine Regel hier. Mods, alle, die Leak geschrieben haben, direkt eine Woche Timeout. Jalla, Abfahrt. So ein Kindergartenscheiß, Alter. Wir sind hier nicht bei Amar im Chat oder so eine Pisse. Reißt euch hier zusammen oder verpisst euch? Sowas Nerviges, Alter. Wie so dreijährige Kinder. Leak. Das Einzige, was geleakt wird, sind die Bilder eurer Mütter. Ja, es nervt einfach. Wie so ein Kindergartenverein. Es ist zum Kotzen. Ist noch anders. Ja, sofort. Erstmal meine Mods müsste kurz timeouten. Oha. Sie fühlt sich hier direkt richtig wohl. Also, folgende Situation. Mein Kollege, Micky,
kontrolliert einen anderen Spieler im Spiel als Polizist. Mhm. Okay, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Chat, das ist einer der besten Clips aller Zeiten. Kriegen wir ein Gehalt? Wie ein Gehalt? Schrubb die Wand! Oh, oder ist der Gehalt... Wand schrubben, habe ich gesagt. Nicht diskutieren. So, an die Wand wieder und schrubben. Ja, was ist? Einmal an die Wand und schrubben und der Kamerad macht Liegestütze. Ich bin da. Was verstehst du denn daran nicht? Du gehst jetzt hier hin und schrubbst die Wand. Ach so, ich dachte, sie meinen mich, weil ich heiße an die Wand. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Sie heißen an die Wand. Korrekt. Wollen Sie mich verarschen? Den Ausweis will ich sehen. Okay, komm. Ausweis. Hier, lieber Herr Hort. Er heißt wirklich an die Wand. Oh nein, ich habe gerade Stück. Der hieß wirklich an die Wand. Wow. Okay, Chat, dann haben wir es geklärt. Danke, Chat. Den Clip habe ich das gestern. Das ist so ein Legenden-Clip. Wow. So, setz dich wieder hin. Den muss ich mir nochmal selber angucken. Warte. So, ich mach Cam wieder an. Also erstmal die Kamera für sich an. So, dann bin ich wieder. Ich muss mir den Clip auch nochmal reinziehen. Das ist wirklich der beste Clip aller Zeiten, Digga. Kriegen wir ein Gehalt? Wie ein Gehalt? Schrubb die Wand! Oder ist der Gehalt... Wand schrubben, hab ich gesagt. Nicht diskutieren. So, an die Wand wieder und schrubben. Ja, was ist? Einmal an die Wand und schrubben und der Kamerad macht Liegestütze. Ich bin da. Was verstehst du denn daran nicht? Du gehst jetzt hier hin und schrubbst die Wand. Ach so, ich dachte, sie meinen mich, weil ich heiße an die Wand. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Sie heißen an die Wand. Korrekt. Wollen Sie mich verarschen? Den Ausweis will ich sehen. Okay, komm. Ausweis. Hier, lieber Herr Hort. Der heißt Digga. Wirklich an die Wand. Ja, das kannst du dir ausdenken, Digga. Sowas erlebst du doch auf dem RP. Oh nein, ich habe mir gerade ein Stück Zahn rausgeschlagen. No shot. Ich bin mit der Flasche Wasser an meinem Rechner hingelegen. Ich habe ein Stück Zahn in meiner Hand. Oh shit. Oh yeah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dann gehen wir jetzt zum Zahnarzt, die schleifen dir das ab. Wie sich in der Spitze das Horrorcamp am Ende des vergangenen Jahres reingezogen. Ja. Die Werbung. Doch nicht in die Hose. Na klar. Du weißt, wenn du auf dem Boden schläfst und eine große Spinne auf dich zukrabbelt, ja, du schreist. Ich schreie nicht. Ich habe nicht schon mal jemanden mit der Spinne schreien sehen. Hör doch auf. Marc, die klettert hier rein. Die ist hier drin. Hier. Alter. Marc, weg. Nur eine Spinne. Du hast die Filme geguckt. Welche? Ah, hier, Spider-Man. Does whatever a spider can. Digga, ich frage mich, also ganz ehrlich, ich frage mich immer, wie ein Mensch in so vielen unterschiedlichen Kameraperspektiven immer wieder so komisch aussehen kann, Digga. Also das ist so dieses perfekte Twitch-Emote. Zack, Screenshot, buff. Gutes Video. Dadurch, dass momentan die Highlight-Kanäle nicht so viel hochladen, habe ich das Gefühl, guckt man so ein Video, man kennt die Clips vom größten Teil gar nicht. Das enjoy ich. Finde ich gut.